wirklich bange um mein Leben. Oh, der Blick ist auch perfekt beim Umdrehen gerade gewesen. Das ist die erste Autofahrt von ihr, nachdem sie den Führerschein abgeholt hat. Dankeschön. By the way, guten Morgen. Vlog Nummer 2. Ah ja, übrigens, Margot ist dabei. Hallo, guten Tag, ich bin müde. Er sagt, Isa, was ist mit dir los? 10 Uhr frühstücken. Was ist denn das für eine gottlose Uhrzeit? Okay, das hat er so nicht gesagt. Ich hab gefragt, ob du wirklich Streamerin bist, wenn du um 10 Uhr essen gehen willst. Das ist Mitternacht für uns. Content ist wichtig. Jede Minute wird genutzt. Okay, wir sind jetzt in einem Frühstücksladen. Der erste war voll, deswegen sind wir zu zweit. Das ist die Karte. Schmolzener Brie. Schmolzener Brie. Mir geht's gar nicht. Ich will mir ja ein Avocado-Brot und Croissant. Was wollt ihr? Ich will mir auch ein Avocado-Brot oder ein Croissant. Ich sehe mich dick auf einem warmen Apfelstrudel. Guck mal, mein Cappuccino kann man schon im Herzen drin. Ja. Honig. So, normale Milch. Schande. Schande. Wasser. Ja, mein Bruder hat einfach Wasser. Du bist genehmigt. Das ist okay. Das Geile ist es zu wechseln zwischen den Milchtüten, um die Aromen auf der Zunge zergehen zu lassen. Du wählst ja immer das Beste zu können. Oh Dave, das braucht Dick unter die Tür. Das ist mein Avocado-Brot. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das Gefühl, dass jetzt alles weg und lass nur die Avocado drauf, weil ich will den Rest nicht. Das ist der Apfelstrudel. Ja, schön. Übrigens, das ist mein Croissant-Teilweise, indem ich das hier so reintunke. Die Blicke sind wild. Das ist mein Avocado-Brot ohne das ganze Gedöns an der Seite. Das ist anscheinend Pesto. Das da. Das ist der Blick. Ciao, danke. Tschüss. Ciao. Schmeckt. Oh verdammt, ich hab das nicht aufgenommen. GG. Ist schon weg. Das war das Benedikt, ey. War gut, Leute. Ich hab's genossen. Der Kaffee ist super. Ja, das ist auch so eine richtig große Kaffeetasse. Kaffeeschüssel. Boah, der Honig ist so big, ehrlich. Das ist so leckerer Honig. Ich mag den viel mehr als diesen flüssigen da. Der ist so ein bisschen so weiß. Das ist ein bisschen, wie heißt das, Croissant? Ist ein bisschen weißlicher, fester. Bombe. Das Essen war richtig geil. Wie fandet ihr es von 1 bis 10? Ich bin jetzt wach, ich habe Koffein, mir geht's jetzt gut. Deswegen war es 10 von 10 ganz eindeutig. Okay. Maluna? Mir geht's gut. Ich bin gerade konzentriert, tut mir leid. Maluna ist gerade außer Gefecht, aber Lukas, wo geht's jetzt hin? Jetzt gehen wir mies shoppen für das Abendprogramm. Ja? Ich bin zwar nicht dabei, aber ich komme mit, weil man kann ja gucken, was er so tut. Mädelsabend. Oh ja, mein Gott. Wir gehen zusammen shoppen. Wir trinken Säckchen, Pröschen. Und wir gehen eine Sonnenbrille kaufen. Ich muss die beiden einweihen, was gute Sonnenbrillen sind und was nicht. Das ist unser Spezialgebiet. Das wisst ihr gar nicht, oder? Egal, wo ich hingehe, ich kaufe immer eine Sonnenbrille. Polizia. Sie kommen mich holen. Ich habe so Schiss vor dem Sound, weil da war mal ein Krankenwagen bei uns an der Kreuzung und mir ist dann hinten jemand reingefahren. Es war so eine Dame, die war 18. Chat. YouTube meine ich. Was sagt ihr dazu? Auf jeden Fall, die ist mir hinten reingefahren, die hört den Sound von dem Krankenwagen, beziehungsweise es war dieser Sirenensound, da waren zwei Polizeiwagen, ein Krankenwagen und ich glaube noch ein Rettungswagen. Und sie hat beschleunigt an der Kreuzung. Und ich war halt noch vor ihr. Heißt, ich bremse, sie beschleunigt dann mit 50, 60 in mich rein. Hinten, ich klatsche nach vorne, wieder nach hinten. Ich habe kein großes Tata gemacht, ich hatte halt Kopfweh und alles, aber sage ich ehrlich, ich wollte einfach an dem Tag schnell streamen. Und die hat mir das so ein bisschen versaut, dass ich eine Stunde später streamen konnte. Was hupst du da hinten? Ich glaube, es hat. Junge, ich bin hier eine Story am Erzählen. Jetzt habe ich vergessen, wo mein Anschluss war. Scheiße. Guck mal, Klimaaktivisten. Ah, die kleben auf dem Boden. Oh mein Gott, Klimaaktivisten. Erstmal auf dem Boden kleben. Macht Sinn und so. Geil. Guck mal. Heute ist Feiertag in Berlin. Wieso? Warum ist es hier so leer? Warum ist der Mediamarkt zu? Heute ist sogar Weltfrauentag, oder nicht? Ich glaube, ja. Yay, wir müssen uns feiern. Yay, let's go. Alles Gute, dass du eine Frau bist, Herr Gess. Ich habe mich gerade auf Shoppen gefreut. Also wir sind jetzt nochmal an den Kollegen vorbeigefahren, die sich so auf den Boden geklebt haben. Die werden rausgeschnitten. Also aus dem Beton. Weil man die nicht verletzen darf. Ey, bitte, hört auf euch auf den Boden zu kleben. Das bringt niemandem was. So machen sich Mädels ready. Ja, passt. Also das hier ist mein Fett. Ich zeige euch gleich den Rest. Aber das hier,
Da hat Christine gesagt, bei dem Management, wo ich jetzt nur neu bin mit, da ist auch Sascha, die hat gesagt, das sieht besser aus. Aber mir ist so kalt, deswegen ziehe ich jetzt in Hunde an. Aber Maluna sieht hot as fuck aus, like, Mami, mach mal dieses Ada Ada. Die kann das richtig, richtig gut. Wir haben das gestern die ganze Zeit im Bett gemacht. Das klingt so bitte fun. Was? An dieser Stelle lassen Maluna und ich los, weil wir sind pünktlich angekommen, aber wir sehen nichts. Unsere Karten wurden irgendwie so richtig durcheinander gemacht. Wir müssen jetzt abchecken wegen der Reihe, dass wir nebeneinander sitzen. Guck dir mal die Kamera aus. Und Keanu ist da. Aber wir sind nicht da und können ihn noch nicht filmen. Ich kann ihn nicht meine prepared Fragen stellen. Ey, Mann. Kann man übersehen? Ich hab den die ganze Zeit nicht gesehen. Außer jetzt habe ich auch Cringe und kurz aufgenommen. Aber wir werden ihn gleich genau hier sehen. Er wird in der Cam sichtbar sein. Er wird das Thumbnail. Ich krieg das hin. Okay, ein bisschen unlucky. Es ist scheiße voll. Wir kamen zu spät. Das heißt, wir konnten nicht auf den roten Teppich zuerst vorgehen, um Keanu zu filmen. Das heißt, die einzige Aufnahme, die ich jetzt wahrscheinlich habe, ist die vom Rücken. Ich muss was Krasseres machen. Eigentlich muss ich jetzt zu Keanu hingehen, dem Stift geben und sagen, in case you need it for today. Dann zeige ich dem Bild von meinem Hund und sage, would you fight for this dog? Aber wo ist er? Wo ist er? Der ist ja irgendwo am Chillen, ja? Irgendwo da hinten. Komm mal hier rein jetzt. Guck mal, wie die alle geiern. Und ich bin einer von den Geiern. Guck mal, wen ich gefunden habe. Ich bin Keanu Reeves, einen Moment. Jetzt den Filter so drauf machen. Wolltest du ein Foto mit mir? You wanna take a picture with me? But I have no time, you know, so I have to go right here. So, excuse me? What's the problem? Yeah? Ey, mir wurde schon fünfmal gesagt, dass ich gehen soll, aber ich bleibe standhaft. Ich bleibe hier. Ich will ein Video machen. Wir sind jetzt im Kinosaal. Mein Akku ist gleich leer. Hier ist unser Stuff. Das sieht auch richtig fresh aus mit meiner... Das ist so dumm. Man sieht die Socken aber nicht, nur wenn ich jetzt so sitze. Hier sind unsere Plätze. Hauptsache, ihr seid alle fokussiert und ich bin null fokussiert. Übrigens, change my mind, aber Popcorn süß und salzig gemischt ist die beste Kombi. Nein, Salz. Süß und salzig. Na gut, Salz, süß und salzig geht. Aber ich mag salzig. Aber süß und salzig. Und ich mag süß, weil ich mag dich. I wanna say, you're gonna see now John Wick 4. And here are Keanu Reeves and Chad Stahelski. Besser. Oh, warte, er guckt auch den Film? Okay, und er hat den ganzen Film mit uns hier gesessen, den ganzen Film. Also ich muss sagen, das ist richtig cool, dass er den ganzen Film hier gesessen hat, weil es halt nicht selbstverständlich und wir sind bis zum Schluss geblieben, weil wir das voll respektieren und recht cool finden. Ne? Es war ein sehr cooler Film. Das ist wirklich unerwartet gewesen, weil ich hatte die Teile davon nicht gesehen. Ich fühle mich sehr geehrt, hier gewesen zu sein. Sie hat mir eine sehr tolle Inhaltsangabe gegeben. Der Film war so übel krass. Also wirklich. By the way, so sieht das Ganze hier aus. Ich wollte ihm ein Bild von meinem Hund zeigen und den Stift geben, aber ich habe den Stift vergessen, also wollte ich nur einen Hund zeigen. Und das ging nicht. Das nächste, was ich dran war, war 50 Meter. Nee, ich war näher. Ich bin vorbeigegangen. 4 Meter, 3. Wir sind an dem fast vorbeigegangen. Also wir waren ja richtig. Wir konnten ihn fast anfassen. Hätte ich 3 Meter lange Arme. Alright, von 1 bis 10, wie gut fandest du den Film? Ich muss sagen, ich bin naiv, weil ich habe ja die anderen Teile quasi davor nicht gehabt. Deswegen schon eigentlich eine 8 von 10, 9 von 10. Also ich fand, das war eine 10 und 10. Genauso wie du. Mami? Nee, der war echt gut. Der erste Teil bleibt aber mein Favorit. Ja genau, du meintest ja, dass du den ersten Teil mehr brauchst. Ja, den feiere ich am meisten. Aber der war jetzt passend zu John Wick. Ich darf gar nicht so viel sagen, wir haben NDA-Vertrag unterschrieben. Ich habe Angst, was ich sagen darf, was nicht. War gut. Er war cool. Auch vor Ort war er sehr cool.
Ja. Ich hab Popcorn gegessen, das war's. Und mein Magen ist so voll und tut so weh von so viel Popcorn. Salziges Popcorn. Dann hättest du das nicht gemacht. Ich hab doch gemischt. Stimmt. Aber sonst war es echt, es war nice. Ich bin morgen schon um 10 Uhr morgens weg. Also, da muss ich aufstehen. Mhm. Und du hast einen Termin und um 11 Uhr muss ich zum Zug und dann geht's auf nach Hamburg. Jetzt sitze ich hier mit Christine. Wir haben Donnerstag, 13.17 Uhr. Wir sind seit 10 Uhr wach. Ich nicht, sie schon. Sie ist seit bestimmt 9 oder 8 wach. Und jetzt gehen wir zum Management, weil wir machen so ein bisschen... Business-Kram. Und wir treffen Sascha und Pascal. Sascha kriegt erstmal aufs Maul. Der hat bestimmt Scheiße gebaut. Da bin ich mir ziemlich sicher, oder? Und selbst wenn, dann ist es für etwas, was er safe in der Zukunft macht. Hamburg. Zum Glück sind hier minus 10 Grad. Ne, wir gehen jetzt zu Pascal. Ich habe vergessen zu filmen vorhin im Büro. Da haben wir aber dick Business-Kram beredet. Deswegen, es kracht, wir machen Bilder und ich bin ein bisschen nervös, was das angeht. Also haben wir hier so eine kleine Auflockerung. Und er macht natürlich noch ein Video fürs Studium. Das heißt, hey, falls ich richtig awkward aussehe beim Posieren, wird es dann noch mal eine Studiumklasse sehen. Yay, ist besonders nice. Danke für nichts. Gerne. Nein, nein, es wird schon. Wird schon cool, wird schon cool, wird schon cool. So, komm mal hierher. Mach mal deinen... Wieso Dullis warten die? Wieso Dullis? Wir haben gerade eben Bilder gemacht und ich war confident 10 out of 10 bei jedem Bild. Was? Confident. Selbstbewusst. Kurz übersetzen. Mein Englisch ist so schlecht, ich muss es auf Deutsch übersetzen. Wie würdest du sagen, sind die Bilder geworden, Pascal? 10 von 10. Seht ihr? 10 von 10, Confidence. Mit Willenskraft. Ich werde kein Bild posten. Ich war so scheiße. Ich hab's ja aus, als hätte ich einen Stock im Arsch gehabt. Das war schlimm. Jetzt ist er wieder. Mein Gott. Jetzt ist vorhin drin in der Cam. Jetzt ist er wieder da. Ich hab ihn vorhin vergessen. Beziehungsweise waren wir. Ein Business Call. Nein, ein Business. Hey, warum lachst du bei sowas? Ich finde es so witzig. Warum? Weil ich Business mach. Nein. Das klingt so ernst, weißt du? Hey, ich mach Business. Stimmt, okay, sorry. Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Wie siehst du das denn? Nee, ich sehe meinen Beruf, glaube ich, ein bisschen nicht so ernst, weißt du? Ja. Ich sehe das eher mehr so als Ja, Spaß, Cut! Wir kündigen hier ein!